Ja, und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Guide oder zu einem kleinen Trick, beziehungsweise zu der Auflösung der heutigen Herausforderung bei Fortnite. Und zwar soll man ja zwischen dem Teich, zum Beispiel einem Regenschirm und einer Windmühle, einen neuen Schatz suchen. Und das werde ich jetzt mit euch zusammen tun. Ich habe mir jetzt da mal ein paar Gedanken drüber gemacht, wo der eventuell sein könnte. Und ich glaube, dass es irgendwo hier bei den Bäumen sein wird. Und das werden wir jetzt mal auf den Zahn führen. Ich gehe jetzt erstmal hier runter, damit ich eine Waffe kriege. Weil da oben ja schon wieder einer gelandet ist. Da ist ein Schildi. Oh, hier ist überall eine Munition. Aber nichts ist hier ein Schatz. Ja, geil. Ein Crossbow. Was will man mehr? Okay, dann müssen wir uns auf die Socken machen, wie Wilhelm Tell es gemacht hat. Oder gemacht hätte. Oh, hä? Warum müssen wir jetzt auf einmal einen Pfeil neben dem Munitionsstand? Das ist aber auch neu. Ja, heute kam auch das neue Update raus. Also werdet ihr bestimmt alle mitbekommen haben. Wenn ihr die Herausforderung macht. Ich will jetzt mal auf jeden Fall hier oben gucken. Ah, hier ist eine Flinte. Er muss irgendwo hier sein. Dafür habe ich für. Lol. Ich hab ihn. Alles klar, Jungs, hier ist er. Hier oben. Haha, lol. Hä, WTF, was ist das jetzt für ein Zufall? Ja, gut, dann hat sich das erledigt. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr nicht alleine suchen wolltet oder es nicht gefunden habt, dann könnt ihr hierauf zurückgreifen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren und ja, man sieht sich auf dem Schlachtfeld. Bis dann. Ciao, ciao.